zu einer neuen Folge Pechkeks Adventskalender und mir tut so die Schnauze weh. Ich habe mir gestern so die Zunge verbrannt gestern, also unglaublich. Ich muss mich jetzt übelst anstrengen, hier mal normal zu reden, obwohl das ja auch immer total gekünstelt wirkt. Und wir sind heute angelangt beim Türchen Nummer 8 und werden mal schauen, was uns heute erwartet. Das haben wir nämlich hier unten, wie ihr seht, ich habe da schon mal das Teil eingedrückt. Da ist nämlich ein Teddybär und der springt durch die Luft und hier ist noch ein, keine Ahnung, was das sein soll. Sieht auf jeden Fall alles richtig brutal aus. Sieht aus wie ein Engel, aber als Teufel mit Harfe. Es kommt noch schlimmer, als man denkt. Und dann packen wir das Tütchen wieder aus. Haben wir wieder den leckeren Keks, wieder Kohlrahm schwarz und aufgebrochen. Und was haben wir heute für einen Spruch? Du findest die ewige Liebe, der Eigentümer will sie zurück. Alles sehr traurig und gemein und scheiße und Dreck und keine Ahnung. Mir tut so die Schnauze weh einfach nur. Ich werde natürlich jetzt wieder den Keks essen. Wo haben wir das denn? Hier unten. Gönnt euch die mal. Also wenn ihr Glückskekse kennt, eigentlich schmeckt das genauso. Aber nicht jeder Glückskeks schmeckt gleich. Na, vielleicht doch. Ich habe ja noch nicht so viele probiert. Auf jeden Fall war es das für heute. Ich gönne mir gleich noch dick Bolognese Schnitzel von gestern. Und Nuggets mit Pommes. Wir waren nämlich gestern beim Inder und da gab es indisches Bier. Und dann habe ich eins bestellt und da haben sie das natürlich nicht gehabt, weil der Inder hat kein indisches Bier, wo es in der Karte steht. Wow, das nenne ich mal Pech. Aber das ist immer so. Das war's aber von jetzt. Wir sehen uns morgen beim Türchen Nummer 9.